Ich wollte euch heute mal erklären, wie man einen 1-2-3-Verteiler einbaut. Immer wieder bei Facebook und in anderen Gruppen lese ich, dass man sich einen 1-2-3-Verteiler gekauft hat, aber den anschließend nicht ganz laufen gekriegt hat. Das ist eigentlich relativ simpel. Man muss da ein, zwei Sachen beachten, aber dann geht das sehr leicht und ich wollte es jetzt einfach mal erklären. Am besten fangen wir mal einfach an mit dem Originalverteiler. Das ist hier so ein Originalverteiler. Der besteht aus dem Verteilerfinger, der dreht sich im Motor und hier oben sitzt ja die Verteilerkappe drauf mit den Zündkabeln. Und wie der Name es schon sagt, verteilt der Verteiler den Zündfunken an den richtigen Zylinder. Wenn ich mir so einen Verteiler nochmal angucke, dann fällt mir gleich erstmal diese große Unterdruckmembran auf. Die ist für die Zündverstellung da. Und wenn man mal genau hinguckt, ich weiß nicht, ob das drauf ist, André. Dann seht ihr auch, dass hier Nocken drauf sind, vier Stück für jeden Zylinder ein und dass jedes Mal, wenn so eine Nocke kommt, der Kontakt sich auch öffnet. Ja, kann man gut sehen. So, und hier habe ich noch einen Kondensator dran, der dient zur Glättung des Funkens, der hier entsteht, wenn der Kontakt sich öffnet. Ist alles jetzt ein bisschen Theorie, will ich auch gar nicht näher drauf reingehen. Das Wichtige ist einfach, so ein Verteiler, der ist 40, 50 Jahre alt, der hat Millionen von Umdrehungen runter. Und diese Teile verschleißen auch einfach. Erstens ist in dieser Membran eine Gummimembran drin, die verhärtet mit den Jahren. Ob die noch überhaupt funktioniert, kann man auch einfach testen. Man muss einfach an diesem Röhrchen hier saugen. Ich hole mal ein Stück Schlauch. Dann sauge ich da mal dran. So, jetzt halten wir hier drauf. Ich sauge. Da seht ihr, dass sich die Grundplatte hier ein bisschen bewegt hat. Und hier unten im Verteiler, da sitzen noch zusätzlich Fliehgewichte drin. Und beide Geschichten, also die Fliehgewichte hier unten im Verteiler und die Membran, haben einen einzigen Grund. Sie verstellen die Zündung gegen früh. So, und eine Zündung muss gegen früh verstellt werden, weil eine Zündung oder eine Verbrennung Zeit braucht. Also der Kolben kommt hoch, ne? Ihr kennt das vielleicht noch früher aus der Schule, Physikunterricht, wenn ihr keine Kfz-Mechaniker-Ausbildung habt. Der Kolben geht hoch, Zündfunke entfacht das Gemisch. Es gibt eine Explosion im Motor, der Kolben saust wieder runter und dadurch gibt sich über die Kurbelwelle eine Drehbewegung. Und das passiert bei euch, Vierzylindermotor. Eben halt viermal pro Umdrehung und jetzt habe ich das Wort verloren. Ja, und wie gesagt, dafür und diese Verbrennung braucht Zeit, darauf wollte ich hinaus. Diese Verbrennung braucht Zeit. Und wenn der Kolben jetzt ganz oben wäre und dann würde erst gezündet, dann wäre das für den Motor zu spät, weil die Verbrennung braucht Zeit, dann wäre der Kolben praktisch schon einmal ein Stück weiter und deswegen zündet man, bevor der Kolben auf OT ist, das Gemisch. Beim normalen Standardkäfer sind das im Standgas 7,5 Grad vor OT und ausgeregelt, das heißt, wenn ihr volle Drehzahl habt, sogar bis über 30 Grad vor OT. Ja, und diese Verstellung gegen, dass die Frühzündung auch korrekt eingestellt wird, das macht die Membran und das machen diese Fliehkraftgewichte hier unten drin. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, so ein Verteiler, der ein paar Millionen Umdrehungen gelaufen hat, der macht das nicht mehr so wie ein neuer. Deswegen ist das auch ganz praktisch, wenn man sich so einen Verteiler mal überholen lässt. Das ist relativ teuer, da gibt es auch wenig Spezialbetriebe, die das überhaupt noch fachgerecht können. Oder man kauft sich halt einen neuen Verteiler. Und ich wollte euch jetzt mal erklären, wie man einen 1-2-3, das ist der gängige elektronische Austauschverteiler, wie man den einbaut. Und jetzt holen wir uns so ein Ding mal aus dem Regal und machen das mal Schritt für Schritt. So, mit Unterdruck. Das ist jetzt so ein Teilchen. Den alten Finger legt. Hier Da vorne. liegt er. Gibst du mir den mal hin?
Jetzt zeige ich euch mal eben kurz den Kameramann. Das ist mein Sohn André, der heute die Kameraleitung und Regieassistenz hat. Ja, okay. Auf den Sonntag. Auf den Sonntag, genau. So, jetzt drehen wir mal wieder um. Nimm mal das Ding. Ist ja auch dein Auto, das den 1-2-3 Verteiler gleich kriegt. Von daher alles gut. Ohne zu fragen, war der Verteiler einmal auf einmal raus. Genau. So, jetzt seht ihr an diesem 1-2-3 Verteiler, als erstes erstmal, da gehen zwei Kabel ran. Ein schwarzes und ein rotes. Und von dem alten Verteiler, da geht nur eins ab. Der 1-2-3 Verteiler, der funktioniert elektronisch. Ja, jetzt haben viele wahrscheinlich schon Panik, Elektronik, oh, wenn die mal kaputt geht, dann kann ich nichts mehr machen. Ist richtig, man kann da nichts mehr machen, aber die geht nicht kaputt. Ich habe schon von diesen Dingern 500 Stück verbaut, wenigstens. Ich habe noch nicht eine einzige Reklamation gehabt. In jedem modernen Auto sitzt auch so ein Teil drin. Und Zündungsprobleme auch bei modernen Autos gibt es fast überhaupt nicht mehr. Also die Dinger kann man wirklich komplett einfach und ganz sicher verbauen. Und wenn ihr Schiss habt, dann könnt ihr das alte Ding ja noch in den Kofferraum legen, dann habt ihr den immer dabei. Aber glaubt mir, braucht ihr eigentlich nicht. So, jetzt gucken wir uns den nochmal an. Wie gesagt, sind zwei Strippen dran, Warne lang, die kann man auch erstmal passend einkürzen, weil ich das schon so ein bisschen vorbereitet habe. Habe ich hier schon einen Verteiler mit passend eingekürzten Kabeln und das erste, was man erstmal macht, sind da Klemmen drauf. Jetzt ist das richtig doof bei 1-2-3 Ignition, also ich finde das von denen nicht so schön, dass diese Klemmen nicht dabei liegen. Das heißt, die müsst ihr euch vorher besorgen, gibt es aber glücklicherweise in jedem Baumarkt. So, ich habe die Kabelenden abisoliert. Früher habe ich das mit den Zähnen gemacht, aber jetzt klappt das auch nicht mehr so gut. Zähne sind zwar alles noch die echten, aber die sind genauso verschlissen wie der alte Verteiler wahrscheinlich. So, jetzt quetsche ich das Ding da drauf. Einmal. Zweimal die Isolierung noch runter. Hier auch. Und fertig. Schauen wir uns so einen 1-2-3 Verteiler mal im Detail an. Den Verteilerfinger, den seht ihr ja auch wieder, genau wie bei dem alten. Und was gleich noch auffällt, der hat keine Zündkontakte, der hat keinen Kondensator, der hat keine Unterdruckmembran. Hier nochmal im Vergleich der alte. Ja, das hat er alles nicht. Weil dieser Verteiler voll elektronisch arbeitet. Der hat auch das Anschlussröhrchen für den Unterdruck. Aber da sitzt ein Sensor hinter, der den Unterdruck misst. Und er hat auch keine Noppen, der irgendwie einen Kontakt öffnet oder sowas, sondern hier sitzt eine Elektronik drin, die misst die Drehzahl und weiß anhand der Drehzahl, wie er die Zündung gegen früh zu verstellen hat. Das kann man ja berechnen und das macht dieses Teil. Das funktioniert natürlich viel, viel schneller als eine träge alte Unterdruckmembran oder alte Fliehgewichte, wo die Federn auch schon ausgeleiert sind und so weiter. Deswegen ist so ein 1-2-3 Ignition auf den ersten Blick zwar teuer. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, einen Originalverteiler umzurüsten auf elektronische Zündung ohne Kontakte. Aber ihr habt immer noch einen alten Verteiler. Und dieses Teil ist halt ein komplett neuer, unverschlissener Verteiler, der voll elektronisch arbeitet. Deswegen einfach
meine Empfehlung, wenn er das mal umrechnet auf die Jahre, wie so ein Ding hält, ist das auch überhaupt nicht teuer, ist der eher günstig und die schafft eine ganze Menge Probleme aus dem Wege. Jetzt habt ihr gesehen, ich habe diese schönen Klammern genommen. Man kann natürlich auch solche isolierten Quetschverbinder nehmen. Das geht genauso gut. Ich finde die halt, sehen halt einfach scheiße aus, auf Deutsch gesagt. Und deswegen nehme ich die eigentlich kaum mal her. Höchstens für eine Notreparatur. Und so sieht das viel originaler und viel schicker aus. Jetzt am Fahrzeug. Ihr seht, hier ist der alte Verteiler drin. Den bauen wir als erstes mal aus. Und am wichtigsten ist, dass man den Motor auf 1 Zünd-OT dreht. Steht der hier schon? Aber ich verdrehe den mal eben, damit man einfach besser sieht, was ich meine. So, ich nehme mal die Kappe hoch. Und ich sehe zum Beispiel auf dem Verteiler hier eine Markierung, eine Kerbe. Hast du das drauf? Ja, ne? Ja, doch, sieht man. Genau, da ist eine kleine Kerbe. Und zu dieser Kerbe muss in etwa der Verteilerfinger zeigen. So, und wenn ihr dann auf der Riemenscheibe auch diese erste Kerbe hier auf der Trennfuge habt, dann ist 1OT. Ich will euch mal zeigen, was man da falsch machen kann. Ich drehe den Motor jetzt mal weiter. Der hat aber Kompression. So, jetzt bin ich wieder auf der Markierung hier und ihr seht, der Verteilerfinger zeigt aber ganz woanders hin wie eben. Höher musst du, da. Er zeigt ganz woanders hin wie eben, er zeigt nämlich nach hinten. Und das ist nicht 1 Zünd-OT, das ist jetzt 3 Zünd-OT, aber deswegen passieren hier auch die meisten Fehler. Der Verteiler wird einfach, hier wird auf eine Markierung gesetzt. Aber hier ist falsch und dann steckt ihr nachher die Zündkabel falsch und dann springt euer Auto nicht mehr an. Und das ist der meiste Fehler und der einzigste Fehler, den man eigentlich auch machen kann bei dem 1-2-3 Verteiler. So, Kabel nehme ich dann runter, die Unterdrückverstellung von der Dose ab und jetzt löse ich den Verteiler. Ich nehme den immer gleich mit der Klemme raus, mit der Verteilerklemme raus. Ich löse da unten einfach die 13er Mutter. So, da ist sie. Und ziehe das ganze Ding dann einfach aus dem Loch. Und ihr seht, wenn ihr euch das genau anguckt, der Verteiler hat hier unten Nasen. Und das ist praktisch der Mitnehmer. Und im Motor sitzt das Gegenstück. Und ihr seht auch, das ist nicht ganz in der Mitte, das ist außermittig. Und das muss nachher natürlich richtig passig eingebaut werden. Also man kann das eigentlich nur einmal einbauen. Und das zeige ich euch aber gleich. So, ich nehme jetzt diesen Verteiler raus. Den habe ich ja nicht verstellt, den habe ich einfach ausgebaut. Im Prinzip kann man den so wieder einbauen und als Ersatzteil vielleicht, falls ihr unsicher seid, in den Kofferraum legen. Ihr baut den so wieder ein, die Zündung ist noch eingestellt bei dem Ding und das Auto springt dann mit eurem Verteiler wieder so an. Ich sage das aus dem Grund, diese Verteilerklemmen, die sind oft sehr verbogen. Am besten, wenn ihr einen neuen 1-2-3 Verteiler einbaut, baut ihr auch eine neue Klemme mit ein, die auch immer gleich mitbestellen. Das macht wirklich Sinn. Diese verbogenen Dinger hier wieder gerade und richten ist meist mehr Arbeit, wie so ein Ding kostet. So, jetzt holen wir den neuen Verteiler. Ist auch die Klemme schon drauf. Die Kabel habe ich gemacht. Ach ja, hier unten an diesen O-Ring kann man immer ein bisschen fett machen. Das mache ich auch, den Flutscher nehme ich besser rein. Man braucht da nicht so würgen. So, jetzt ist einfach nur darauf zu achten, dass der Verteilerhalter hinten auch auf die kleine Mutter kommt. So, seht ihr, das habe ich schon geschafft. Und jetzt drückt man ihn einfach
ohne groß Gewalt runter. Warte, hinten ist er mir verrutscht. So. Und jetzt drehe ich dabei den Verteilerfinger. So, und jetzt ist er unten eingerastet. Ich kann den auch nicht mehr drehen. Na, der sitzt also unten in der in dem Verteiler Trieblink, Verteilerantrieb richtig drin. Und was erste, was euch jetzt vielleicht auffällt, wenn ihr eben aufgepasst habt, der Verteilerfinger, dieser hier, der zeigt gar nicht mehr hier unten, wo früher die Kerbe war, sondern der zeigt in eine ganz andere Richtung. Das ist aber komplett egal, das brauche ich euch nicht stören. Ich zeige euch gleich auch, warum das so ist. Als erstes mache ich jetzt mal die Mutter wieder drauf. Muss man so ein bisschen Gynäkologenfinger haben. So, ich habe die Verteilerklemme jetzt angezogen. Verteiler lässt sich noch bewegen. Ich sitze auch noch unten in dem Raster drin. Und jetzt stecke ich einfach die Kabel auf. Und zwar, schwarzes Kabel kommt dahin, wo früher das grüne Kabel war. Und das rote Kabel kommt dahin auf die andere Seite. Manchmal ist da auch kein Platz mehr, da muss man halt einen Stecker nehmen mit mehreren, mit einem Abzweig noch für ein zusätzliches Kabel. So, dann bin ich eigentlich mit dem Einbau soweit fertig. Und jetzt kann man bei diesem Verteiler schön die Zündung einstellen. Ich mache dazu mal die Zündung an. Und wenn man jetzt mal von hier guckt, André, dann sieht man in dem Verteiler eine kleine Leuchtdiode. Die ist jetzt auch gerade an, das Grüne. Und jetzt verdrehe ich den Verteiler gegen den Uhrzeigersinn. Entschuldigung, mit im Uhrzeigersinn, bis er ausgeht. Ist jetzt ausgegangen. Und jetzt gegen den Uhrzeigersinn langsam drehen, bis sie gerade angeht. Und das ist euer Zündzeitpunkt. Jetzt ziehe ich die Verteilerwelle an. Braucht man auch nicht so anknallen, dass sie sich verbiegt, sondern bis man einfach merkt, man kriegt Spannung drauf und dann kann man den Verteiler hier, seht ihr, auch nicht mehr verdrehen, das reicht. Ja. So, beim 1, 2, 3 Ignition ist jetzt eine neue Verteilerkappe da drauf, dabei. Die baue ich jetzt auf und ich merke mir, wohin der Finger gezeigt hat. Das ist ja jetzt so. Wenn ich jetzt sage, das ist 12 Uhr, das ist 6 Uhr, dann ist das ungefähr 14 Uhr. Baue ich die neue Kappe drauf. Die hat auch eine Nase, die einrasten muss. Merkt ihr, so kann ich sie drehen und klack, jetzt hat sie eingerastet. Die sitzt jetzt und jetzt nehme ich von der alten Verteilerkappe die Kabel einfach ab. Und zwar gucke ich, so, das eine Kabel, das mittlere von der Zündspule, kommt in der Mitte drauf wieder. Und die anderen Verteiler gucke ich jetzt einfach, wo die hingehen. Ich suche mir jetzt als erstes mal eins. Wenn ich jetzt an dem Kabel ziehe, seht ihr, das geht zu Zylinder 1. Das ist vorne rechts der. Und das stecke ich jetzt da drauf, auf den Stecker, wo der Verteilerfinger hingezeigt wird, hat. Jetzt gehe ich in Zündreihenfolge weiter. Die steht übrigens hier unten auf dem Lichtmaschinensockel aufgeschrieben. Ich suche mir jetzt Kabel 4. Kabel 4 ist auf der linken Seite das hintere. Jetzt sind die alle noch so ein bisschen zusammengebunden. Das müsste aber dieses hier sein, wenn ich das richtig sehe. So. Dann ist das andere Kabel, was nach hinten links geht, das 3 automatisch und das, was jetzt übergeblieben ist,
ist Gabel 2. Das hat sich nur gerade hier unten. Ah, da hätte ich lange suchen können. Das hat sich nämlich versteckt. So, jetzt sitzt das Ding drin, es ist festgezogen. Ich überprüfe nochmal Kabel, sitzen alle. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, müsste das Auto sofort anspringen. Jetzt den Zündzeitpunkt noch mal zu überprüfen, habe ich mir jetzt eine Stroboskoplampe angeklemmt. Normalerweise, wenn ihr sehen, braucht man das eigentlich gar nicht machen, wenn man vorher nicht gearbeitet hat. Den mal aus. Ihr habt jetzt gesehen, also die Trennfuge hat genau auf die andere Markierung gezeigt, vor der OT-Markierung, das ist die 7,5 Grad Markierung. Das passt. Also ihr braucht, wenn ihr das mit der LED ordentlich gemacht habt, eigentlich den Zündzeitpunkt nicht überprüfen, weil das ist jetzt nur mal, dass ihr es gesehen habt, das funktioniert auch ohne. Und jetzt gibt es natürlich Tuning-Motoren, die brauchen mehr als 7,5 Grad vor OT, da muss man es dann wirklich von Hand verstellen, diese Zündkurven. Aber da sagt euch euer Motorbauer dann eigentlich in der Regel, ob ihr 10 oder 12 Grad vor OT braucht. Und das kann ich euch im Voraus auch nicht sagen. Da müsst ihr den fragen, der euer Motor gebaut hat. Oder ihr probiert es halt mal aus. Wo wir beim Ausprobieren sind, der 1, 2, 3 Verteiler. Machen wir mal einen Cut, ich hole mal eben. So, der 1-2-3 Verteiler, ich habe gerade noch mal einen geholt, der hat ja 10 vorprogrammierte Zündkurven. Die sitzen hier hinter dieser Schraube. Die dreht mal raus. Und hier sieht man einen kleinen Dipschalter. Müsste jetzt auf 0 stehen. Das ist die Serienzündkurve. Wenn ihr einen Serienmotor habt, braucht ihr hier gar nicht dran gehen. Ich empfehle euch aber, diese Schraube trotzdem nachzuziehen. Die ist ab Werk immer sehr lose. Und wenn ihr die verliert, habt ihr ein Loch in dem Verteiler, wo Feuchtigkeit eindringen kann. Also einmal mal kurz nachgezogen und fertig. Wenn ihr eine andere Zündkurve fahren wollt, müsst ihr halt einfach ausprobieren. Kaputt gehen kann in der Regel nichts. Entweder läuft der Motor besser oder schlechter. Aber bei den meisten Zündkurven merke ich persönlich keinen Unterschied. Aber wie gesagt, wer damit rumspielen will, der kann das gerne tun. Es gibt diese Verteiler auch mit USB-Anschluss zum selber programmieren oder mit Bluetooth über ein Handy kann man dann eigene Zündkurven erstellen. Das ist was für Spezialisten oder für Tuning-Freaks, die auf dem Leistungsprüfstand das allerletzte PS noch suchen. Der Otto-Normalverbraucher braucht das eigentlich nicht. Wir haben ja eben gesehen, bei dem Originalverteiler ist eine Kerbe, wo der Verteilerfinger hinzeigen soll. Dann habt ihr ZündOT1, wenn er da hinzeigt. Jetzt gibt es Verteiler, die haben diese Kerbe nicht. Und dann habt ihr ein Problem, 1 zu finden. Jetzt ist das ganz einfach. Man guckt einfach das Zündkabel von Zylinder 1 runter und guckt einfach, wo geht das hin. In dem Fall ist es dieses hier. Ja. Und das ist dann das Kabel 1. Und jetzt merkt man sich einfach, wo der Verteiler hingezeigt hat, und dann ist das gut. Dann brauche ich keine Kerbe. Ja. So steht er jetzt praktisch auch auf 1. Zweite Möglichkeit, das zu machen, ist, ihr dreht den Motor bis auf 3. Hier unten links, André. Hier müsstest du mal hin. Nee, geh von der anderen Seite. Ihr dreht den Motor so lange, bis auf Zylinder 3 die Ventile überschneiden. Ventilüberschneidung seht ihr gerade, ein Ventil geht hoch, eins geht runter, das ist die sogenannte Überschneidung. Wenn ich jetzt beim anderen mal gucke, da passiert nichts, da geht nur ein Ventil rauf und runter.
Und bei Zylinder 3 gehen beide Ventile hoch und runter, wenn ich so ein bisschen hin und her bewege. So. Und wenn ihr hier dann die Zündmarkierung habt wieder, die OT-Markierung und 3 überschneidet, ist 1 immer automatisch OT. Ihr guckt, wohin der Verteilerfinger zeigt. Das ist euer Zylinder 1. Das ist das ganze Hexenwerk. So. Im Prinzip war es das. Ihr habt das gesehen. Es ist alles relativ einfach. Wichtig ist, dass man die Kabel richtig steckt. Und, also das rote und das schwarze. Und dass Zylinder 1 richtig gesteckt wird und dass man dann in Zündreihenfolge 1, 4, 3, 2 die Zündkabel richtig steckt. Und wenn das alles gemacht ist, dann läuft der auch. Ich habe es gerade bewiesen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Verteiler. Und wenn ihr trotzdem Probleme habt, schreibt mir eine E-Mail. E-Mail-Adresse müsste mittlerweile bekannt sein. Und allzeit gute Fahrt. Tschüss.